Die heimliche militärische Nutzung der 5G-Technologie. Hauptziel der Operation der Five Eyes gegen Huawei ist einzig allein sicherzustellen, dass die 5G-Technik im Okzident nicht von einer chinesischen Firma kontrolliert wird. Dient doch diese zivile Technik, wie es ein Bericht aus dem Pentagon belegt, in der Tat vor allem der militärischen Nutzung. Auf dem Londoner Gipfel haben sich die 29 NATO-Länder dazu verpflichtet, die Sicherheit unserer Kommunikation inklusive 5G zu garantieren. Warum ist diese Technologie der Übertragung mobiler Daten der fünften Generation so wichtig für die Atlantische Allianz? Während die vorgehenden Technologien das Ziel hatten, immer bessere Smartphones auf den Markt zu bringen, ist 5G dazu konzipiert, nicht nur ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, sondern in erster Linie, um digitale Systeme, die enorme Datenströme austauschen müssen, um automatisch funktionieren zu können, miteinander zu verbinden. Die wichtigsten 5G-Anwendungen werden nicht im zivilen Bereich, sondern im militärischen Raum realisiert werden. Die Möglichkeit, welche diese neue Technologie eröffnet, werden erläutert im Bericht Defense Application of 5G Network Technology, veröffentlicht vom Defense Science Board, einem föderalen Komitee, welches das Pentagon mit wissenschaftlichem Rat versorgt. Die sich entwickelnde und kommerziell verfügbare 5G-Technologie bietet dem Verteidigungsministerium die Gelegenheit, zu geringeren Kosten die Vorteile dieses Systems für seinen eigenen operativen Ansprüchen zu nutzen. Mit anderen Worten, das kommerzielle 5G-Netz, umgesetzt von privaten Unternehmen, wird von den US-Streitkräften zu wesentlich geringeren Kosten genutzt werden können, wie die, welche nötig gewesen wären, um es einzig und allein nur für militärische Zwecke aufzubauen. Die Militärexperten sehen vor, dass 5G eine entsprechende Rolle bei der Nutzung von Hyperschallwaffen haben wird, Flugkörpern inklusive nukleare Sprengköpfe, die sich mit Geschwindigkeit jenseits von Mach 5, fünffacher Schallgeschwindigkeit, bewegen. Um diese auf variablen Flugbahnen bewegen zu können, wobei im Bruchteil einer Sekunde die Richtung gewechselt werden kann, um an abgefangene Flugkörpern auszuweichen, müssen in kürzester Zeit enorme Datenmengen empfangen, verarbeitet, übertragen werden können. Dieselbe Aufgabe muss bewältigt werden, um im Falle eines Angriffs mit derartigen Waffen die Verteidigung aktivieren zu können. Wenn man nicht die Zeit hat, um eine Entscheidung treffen zu können, dann besteht die einzige Möglichkeit darin, sich 5G-automatisierten Systemen anzuvertrauen. Die neue Technik wird eine Schlüsselrolle im Kampfnetz, also im Battle Network auf Englisch, haben, indem sie in der Lage ist, in einer festgelegten Umgebung gleichzeitig Millionen Senderempfänger zu verbinden. Ermöglicht sie den Militärs, Kampfabteilungen wie individuellen quasi in Echtzeit Karten, Fotos und andere Informationen zu aktuellen Operationen in alle Richtungen zu übermitteln. Von extremer Bedeutung wird 5G auch für die Geheimdienste und die Special Forces sein. Es wird wesentlich effizientere Systeme zur Kontrolle und Spionage als heute ermöglichen. Es wird die Letalität von Morddrohnen und Kriegsrobotern steigern, indem es ihnen die Fähigkeit gibt, Menschen anhand von Gesichtserkennung und weitere charakteristische Eigenschaften zu verfolgen und zu eliminieren. Das 5G-Netz wird als Hightech-Kriegsgerät somit automatisch zum Ziel für Cyberangriffe und kriegerische Aktionen, ausgeführt mit Waffen der neuesten Generation. Außer von den USA wird diese Technologie von China und anderen Ländern entwickelt. Der internationale Streit über 5G hat somit nicht nur kommerzielle Hintergründe. Die militärische Nutzung von 5G wird daher praktisch vollständig ignoriert, da selbst die Kritiker dieser Technologie inklusive diverse Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit einzig beschränken auf die Einwirkung von elektromagnetischen Feldern, niedrige Frequenzen und ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt. Ein Engagement, welches von größter Wichtigkeit ist, aber das erweitert werden muss, um das gegen die militärische Nutzung dieser Technologie, die indirekt von einfachen Bürgern finanziert wird,
Eine der größten Attraktionen, welche den Vertrieb von 5G-Smartphones begünstigen wird, wird diejenige sein, unter Zahlung eines Abonnements an Kriegsspielen mit beeindruckendem Realismus und Spielen auf der ganzen Welt teilzunehmen zu können. Auf diese Weise werden die Spieler, ohne sich dessen bewusst zu sein, die Kriegsvorbereitungen für einen echten und realen Krieg finanzieren.